Willkommen zum fünften und letzten Teil unserer Wochenserie. Das kantonale Labor schaut nicht nur den Restaurantbetreiber und den Schmuckverkäufer genau auf die Finger. Auch Käsereien müssen jederzeit mit unangemeldetem Besuch vom Lebensmittelinspektor rechnen. Dass man da nervös wird, ist verständlich. Im Bericht von Stefan Kaufmann geht der Lebensmittelinspektor Patrick Orier mit Argusaugen bei zwei Milchverarbeitern auf Kontrolle. Martin Meier macht dem Lebensmittelinspektor vom kantonalen Labor Türen auf. Mindestens einmal pro Jahr kommt er die Grosskäserei kontrollieren. Heute ist es soweit. Für den Geschäftsführer kein Problem, auch wenn der Inspektor mal unangemeldet kommt. Ein bisschen Nervosität ist da oben. Das hat man immer, weil man ist gespannt, was ist nicht gut. Man hat immer die Hoffnung, dass alles in der Ordnung ist, dass es keine Beanstandungen gibt. Der Lebensmittelinspektor Patrick Orier putzt die Stiefel, wäscht seine Hände und dann geht der Kontrollgang durch die Mozzarella-Fabrik los. Als erstes wird gerade einmal der Käsefertiger kontrolliert. Hier wird der Rohkäse produziert. Jeder einzelne Produktionsschritt lässt sich der Inspektor genau erklären. Wir schauen die Hygiene einmal an. Wie ist es gereinigt worden? Wir überprüfen den Prozess, werden die Vorgaben eingehalten. Und natürlich aufgrund von einer Befragung ist unser Job, sicherstellen, dass alles ordnungsgemäß läuft im Betrieb. Swiss Premium zu Dietikon ist der drittgrösste Mozzarella-Produzent der Schweiz. 20 Mitarbeiter verarbeiten hier jährlich 22 Millionen Kilo Milch zu 3000 Tonnen Mozzarella und Ricotta. Die Arbeit mit Milch ist eine delikate Angelegenheit, das weiss der Produzent und der Inspektor. Darum schaut Patrick Orier ganz genau an. Ohne Kontrolle würde es sehr anders aussehen. Es ist ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel. Sie wissen, es gibt uns, es braucht uns. Aber es ist natürlich klar, wenn wir kommen, ist das immer ein bisschen Spannung. Das gehört dazu. Auch ganz am Schluss von der Produktionskette kontrolliert Patrick Orier mit Argus-Augen. Das Lebensmittel ist abgepackt. Man könnte meinen, es sei jetzt alles in Ordnung. Auf was schauen Sie denn jetzt noch? Der Konsument hat das Anrecht auf eine Deklaration. Und die Deklaration ist natürlich auch umgeschrieben in der Gesetzgebung. Und mein Job ist das auch zu prüfen. Dass man schaut zum Beispiel auf eine Nährwertangabe. Die Reihenfolge ist vorgeschrieben, die Zutatenliste muss stimmen. Im Büro kontrolliert Patrick Orier noch das Resultat der wöchentlichen Labortests, die Swiss Premium selber durchführt. Alles picobello, der Martin Meier kann durchschnaufen. Er ist erleichtert, wenn alles gut abgelaufen ist, weil die Inspektion bietet einem auch immer eine Sicherheit, dass man auf dem richtigen Weg ist und dass man das erfüllt, was gefordert ist und man weiss, dass man es richtig umsetzen. Ein Kontrastprogramm dann am Nachmittag. Vom industriellen Käseproduzent geht es in einen kleinen Familienbetrieb in die Schafmilchkäserei von Franz Koster zu Faltigberg oberhalb von Wald. Das Prozedere ist hier genau das gleiche. Der ganze Produktionsablauf wird akribisch geprüft. Auch die Anforderungen sind die gleichen wie im Grossbetrieb. Es wird jeder Betrieb mit der gleichen Elle gemessen. Es gibt für jeden Betrieb nur ein Lebensmittelgesetz. Das ist einmal die grundlegende Aussage. Aber der Betrieb muss die Betriebsgröße anpassen, natürlich zum Beispiel andere Probenuntersuchungsintervalle und Mengen können vorlegen. Das vierte Hoch verarbeitet kostet es jedes Jahr 230'000 Kilo Milch zu 40 Tonnen Käse. Der 51-jährige Chef schaut der Inspektion gelassen entgegen, er habe nichts zu verstecken. Ich finde, das wäre ganz schlecht, wenn man immer müsste Angst haben, ja, hoffentlich macht er die Türen nicht auf, dort dürfen wir ja auch nicht einschauen. Also das darf nicht sein im Betrieb, sonst stimmt wirklich etwas nicht. In der Reifekammer, der Patrick Orier weiss, wo hinschauen, geht der 40-jährige Lebensmittelinspektor durch jedes Jahr selber in den Ferien auf die Alp käsen. Immer wieder gibt er Franz Koster während der Kontrolle Tipps, wie er seine Produktion noch weiter verbessern könnte. Doch nicht mit allen Käsern hat er so ein gutes Verhältnis wie mit dem Franz Koster. Es gibt natürlich zum Teil schon recht Konflikte und Spannungen. Weil wenn wir beanstanden tun, dann hat es meistens auch eine Kostenfolge. Einerseits für den Betrieb, dass wir es umsetzen und nur schon von der Beanstandung selber. Also das ist dann nicht immer nur einfach. Also Sie sind nicht überall gern gesehen in diesem Fall? Nein, auf gar keinen Fall. Die Zusammenarbeit mit dem Franz Koster ist aber tadellos. Wie schon am Morgen ist auch beim Familienbetrieb alles bestens. Der Lebensmittelinspektor verabschiedet sich zufrieden. Zufrieden ist auch der Käser selber. Wenn die Kontrollen in der Ordnung sind, dann heisst das, man ist auf dem richtigen Weg. Seid's und geht zurück in Betrieb, zurück, geht weiter käsen.
Jetzt kommt dann gerade Ferienstimmung auf. Die Patricia Boser besucht Ex-Miss Christa Rigozzi und ihre Giovanni in der Liebesferien in Tunesien. Außerdem kann man im Lifestyle eine Reise im Wert von 10'000 Franken gewinnen. Gute Unterhaltung und ein schönes Wochenende. Bis bald.